Der Arsch geht auf Grundeis. Und zwar richtig. Oh Mann. Es ist Mittwochmorgen. Es ist exakt 10 Uhr. Wir haben unseren Aufenthalt in unserem Loch sehr genossen. Kamera war gestern mit einmal alle. Deswegen jetzt noch kurz eine Zusammenfassung des gestrigen Auftritts. Gut war, dass wir wirklich wieder ordentlich Applaus bekommen haben. Ich meine, es ist ja schon, das muss man ja echt sagen, irgendwie für uns totales Neuland, so als Musiker. Eigentlich haben wir beide ja richtige Jobs. Gestern der Auftritt war nicht so gut wie vorgestern, weil gestern haben wir schon den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber es ist gut zu sehen, dass wir trotzdem drüber hinwegkommen und trotzdem weiterspielen können. Gut als Erfahrung. Heute spielen wir in Köln, packen jetzt unsere ganzen Sachen zusammen und dann fahren wir in die Innenstadt erstmal das Frühstück. Ich habe tierisch Hunger. Das Frühstück hier war so erbärmlich. Toffing darf kein Weizen essen. Und hier gibt es tatsächlich nicht mal Rührei. Hier gibt es eigentlich nur eine Sorte Käse und Brötchen. Auf Nachfrage hat der Kollege ihm geantwortet, dass das hier ein Ein-Sterne-Hotel ist. Genau, wir fahren in die Innenstadt, also ins Zentrum nach Köln. Na, mal gucken, was sich ergibt. Also ich würde auch gerne auch auf den Dom hochsteigen, das ist auch immer schön. Wir werden uns das zeigen, was wirklich erniedrigend ist, ja. Also während Torfin und ich in diesem Loch hier wohnen, kommen wir mit Torfin ins Zentrum. Wenn wir beide hier in diesem Loch wohnen, ja, werden da drüben Maseratis verkauft. Siehst du das rote Licht? Das signalisiert ja, dass sie aufnimmt, weißt du? Das muss ich unbedingt ausschalten. Ich glaube, dann hätte es der Tom gestern noch nicht gemerkt. Ist eine Rebell, ne? Ist eine Rebell. Ich habe gerade eben einen Geistesblitz gehabt. Und zwar gehen wir in den Bericht, wie wir es... Ich weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, Kölner Original. Auf jeden Fall kenne ich das nur aus Köln. Wir gehen in die Lisbeth. Und zwar gibt es in der Lisbeth Krebs in allen unterschiedlichen Varianten. Und Torfin kennt das nicht. Freut sich schon drauf. Und danach fahren wir in die Innenstadt und gehen zum Mühlenkölsch, weil es da das beste Kölsch überhaupt gibt. Und Torfin hat gesagt, er will den Dom sehen. Jetzt machen wir es wirklich. Jetzt klettern wir auch noch hoch. Ja. Ja? Hast du Höhenangst? Ein bisschen. Ich auch. Super. Gerade mit Kippen zubereitet. Ich brauche einen Zopfhalter. Ja, das gibt's ja nicht. Ich mache mal meine Haare nach unten. Wenn jemand ein klägliches Essen hat, nämlich das. Machen wir noch mehr Salz drauf. Bisschen Salz noch Topping. Wirklich. Das habe ich genommen. Da will ich ein richtiges Essen, nämlich das. Das schmeckt wirklich saugut. Laden reingestolpert, der heißt Elbenwald. Und ich will für Magnus ein T-Shirt mitnehmen, nehme ich ein schönes. Sieht gut aus. Steht hier auch. Ein schönes Star Wars, weil er total auf Star Wars gerade abfährt. Torfin und ich haben noch 2,5 Stunden Zeit, bevor es reingeht, also bevor wir überhaupt in die nächste Location. In die nächste Location reinkommen, in den Stadtgarten hier in Köln. Und wir haben uns überlegt, wir vertreiben uns die Zeit, indem wir in ein Brauhaus gehen. Tatsache müssen wir beide wirklich noch arbeiten. Dafür gehen wir in ein Brauhaus und zwar in die Malzmühle. Da gibt es das beste Kölsch überhaupt, das Mühlenkölsch. Wir haben eben noch einen Kasten Bier gekauft und den Jungs, also die Bedienung, heißt ja in Köln Köbis. Und sie haben bei ihnen rausgehen, da haben sie Torfin eben Michael Jackson genannt. Ich verstehe gar nicht, wieso. Bitte! Wir sind an dem Ort angekommen, wo wir heute Abend unseren Auftritt haben, nämlich im Stadtpark. Das ist da vorne. Das ist überraschenderweise in einem Stadtpark. Ach, Torfin! Ah, Julius. Eine Überraschung. Wollen wir, ich brauche andere Schuhe. Nö. Sehe ich nicht das Problem. Warum hast du einen Lolli und ich nicht? Tja, schauen wir mal nach. Torfin und ich haben unsere Instrumente schon ausgeladen. Jetzt ist gerade die Band dran, die nach uns spielt. Peter, wie heißt der Peter? Schilling? Robert Dilling? Peter Scholler Tour. Peter Scholler Tour und die Fitz Kids. Also nehmen wir uns nie wieder mit, oder? Nee. Tom Schilling natürlich, der begnadete Tom Schilling. Ja, wir beide haben auf jeden Fall unsere Instrumente ausgeladen und warten jetzt, bis die anderen ihr Setup gemacht haben. Und dann sind wir dran, ja? In der Zwischenzeit gehen wir ein bisschen Fußball spielen. Vielleicht bricht sich der einer die Finger. Oder die Beine. Oder beides. So, liebes Fototagebuch.
das ist 8 Minuten vor unserem Auftritt in Köln. Bewahrheitet sich, dass es jeden Tag mehr werden. So, am Montag 140, es waren gestern 240 und die Bude heute ist nach seiner Aussage, also eben war jemand drin, einigermaßen voll, das heißt, es sind nach 400. Der Arsch geht auf Grunde. Und zwar richtig. Oh Mann. Aber, ich freue mich drauf. Wirklich, ich freue mich wirklich. Ich habe da beängstigende große Schweißflecke unterm Arm. Ich nicht. Drückt uns die Daumen. Schreck bekommen. Und zwar hat sich uns folgendes Bild geboten, als wir in unser wunderschönes, gestrichenes Apartment reingekommen sind. Wir haben uns beide tierisch erschrocken. Es war echt schrecklich. Wir sind jetzt 4 Stunden gefahren, wir sind beide völlig im Arsch. Das Problem mit dem Rotlichtviertel, also eigentlich gesagt, haben wir es ja gewusst, ja. Aber Tatsache ist, unser Apartment nur einen Steinwurf entfernt von der Reeperbahn. Tatsache ist aber so, dass wir beide so fertig sind, dass nicht mal Ansatz daran zu denken ist, irgendwo hinzugehen. Wir haben eben noch kurz überlegt, ob wir nochmal zum Auto gehen und uns ein Bierchen holen. Es ist einfach nicht mehr drin. Es ist nicht mehr drin. So, vielleicht noch kurz zum Auftritt. Hoffi, wie war der Auftritt heute? Geil. Ja, heute war es echt spannend, weil wir haben uns mehrfach richtig übel verspielt. Tommys Gitarre hat sich zweimal schweizmäßig verstimmt. Wir haben die Songs auf der Setlist vertauscht. Wir haben quasi alles verkehrt gemacht, was man überhaupt verkehrt machen kann und hatten trotzdem unseren Spaß. Also Köln war wirklich super. Ich habe total gepunktet mit einem Tusch. Ein Kumpel von mir war da, Dennis. Und der hat gesagt, als er dann hinterher mal so rumgehorcht hat und durchgelaufen ist, dass die Leute alle wirklich sehr angetan waren von uns. Und das finde ich schon ziemlich cool. Ja. So, ich gehe jetzt schlafen. Ich bin müde. Tatsache.